In diesem Experiment wird das Abendrot in unserer Atmosphäre simuliert. In eine Glaskuvette, welche mit wässriger Natriumthiosulfatlösung gefüllt ist, wird wenig Schwefelsäure getropft. Der langsam ausfallende Schwefel bleibt in der Lösung kolloidal suspensiert. Es zeigt sich, dass die Flüssigkeit in der Küvette zunehmend trüber wird. Die blauen Anteile des weißen Primärstrahls der Kohlenbogenlampe werden immer stärker weggestreut und sind senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Strahls polarisiert. Dies lässt sich mit einem Polarisationsfilter zeigen. Beim Durchlaufen der Küvette mit dem streuenden Medium wird das zuvor weiße Licht des Primärstrahls zunehmend rötlich. Je mehr Schwefel infolge der Reaktion ausfällt, umso mehr Lichtanteile, auch rote, werden gestreut und es lässt sich ein Sonnenuntergang im Labor nachstellen.